Die große Münzstraße ist ein geschichtsträchtiges Pflaster. Wohnte doch hier zeitweilig Magdeburgs berühmtester Sohn Otto von Guericke. Dort, wo bis vor kurzem noch das seit Jahren leerstehende Gebäude der Stadtsparkasse stand, entsteht jetzt ein modernes Büro- und Geschäftshaus. Wir waren bei der Grundsteinlegung dabei. Direkt neben dem Karstadt-Kaufhaus, momentan etwas schlecht einsehbar, findet sich das große Baustellenschild, das vom Neubau kündet, von dem inzwischen schon einiges, so zum Beispiel das Fundament und Teile des Erdgeschosses, zu sehen sind. Natürlich ließ es sich der berühmteste Mieter der großen Münzstraße 6, Otto von Guericke, alias Wolfgang Emmerich, nicht nehmen, höchstpersönlich seine Aufwartung zu machen. Nach ein paar einleitenden Worten vom Architekten Stefan Becker und vom Investor Henrik Schröder, seines Zeichens Inhaber des Büroeinrichters Nolt, der Hauptnutzer des Gebäudes sein wird, gab es noch das obligatorische Gedicht der Bauleute. Danach unternahm Otto von Guericke einen Ausflug in die Stadtgeschichte. Ja, also, liebe Anwesende, da ich nicht jeden Einzelnen kenne, möchte ich dennoch sagen, hier auf diesem historischen Grund und Boden stand einst meines Vaters Haus. Meines Vaters Haus in dem Sinne, dass ich hier am 20. November 1602 geboren wurde und hier eine sehr schöne Kindheit und eine bescheidene Jugend erleben durfte, indem ich nämlich privat unterrichtet wurde von einem Lehrer, der seinerzeit für bessere Patrizierfamilien üblich war, dann mit 15 Jahren das Haus verlassen musste, um nach Helmstedt zu gehen, um dort ein Studium zu beginnen, anschließend nach Leipzig und von Leipzig dann wiederum nach Jena und von Jena dann nach Leiden. In dieser Zeit habe ich also die Jurisprudenz kennengelernt und habe in dieser Zeit die Naturwissenschaften kennengelernt. Und bin leider, wie es so ist, in einem Haus, in einem Grundstück, Freud und Leid sind eng beieinander. 1620 verstarb der Vater und ich mit 18 Jahren konnte das und durfte das Erbe noch nicht antreten. Zumal ja das Erbe auch darin bestand, dass also Otto Guericke oder Hans Guericke, was mein Vater war, in der Erbfolge, in der 14. Generation, Ratsmitglied war. Also musste auch sein Sohn, Otto von Guericke, später dann Ratsmitglied werden. Und somit konnte ich also mit 24 Jahren wieder zurückkehren, wurde in den Rat berufen und hatte auch bereits mit 24 Jahren meine Ehefrau kennengelernt und, wie gesagt, hier schöne Jahre verbracht. 1627 wurde meine erste Tochter hier geboren. Anne-Kathrin, leider überlebte sie nicht lange. 1628 mein Sohn Otto, zu dem ich dann später zog. Und 1630 wurde dann mein Sohn Christoph hier geboren. Leider ist er bei den Kriegen 1631 durch eine Hellebarde verletzt worden und starb an diesen Folgen. Aber wie das Leben so spielt, der Krieg hat auch dieses Grundstück hinweggerafft. Und später, 1646, wurde ich wiederum nach Magdeburg bestellt, habe das Grundstück wieder aufgebaut und habe hier im Grunde genommen erst angefangen, meine naturwissenschaftlichen Studien zu vollbringen, meine Experimente durchzuführen. Und hier an diesem Ort ist auch der erste historische Halbkugelversuch mit den 12 Pferden, hatte erst stattgefunden. Das war im Jahre 1657. Und von da an ging es also, möchte ich sagen, um Europa, um die Welt. Ich war also auch 1654 im Reichstag zu Regensburg und habe dort meine Experimente vorgestellt. Und wie gesagt, ich habe hier gelebt bis zum Jahre 1680. Und dann bin ich zu meinem Sohn nach Hamburg und bin dort 1686 verstorben, um es nun mal auf den Punkt zu bringen. Und dann wurde dieses Grundstück quasi mehr oder weniger verschleudert, weil keine weiteren Erben da waren. Und nun kann ich mit Fug und Recht sagen, es hat wieder einen Investor, sagt man heute, einen Gönner gefunden, der dieses Grundstück wieder belebt und es sogar in Anlehnung an der Historie Otto von Guericke Haus benennen will, soweit ich informiert bin. Und hier an diesem Grundstück war auch das erste Wettermännchen. Von hier aus wurde auch die erste Wettervorhersage von Otto von Guericke überhaupt für ganz Deutschland getroffen. Also es hat einen sehr historischen Hintergrund. Und ich bin sehr froh und dankbar, auch im Namen der Otto von Guericke Gesellschaft, dass der Investor hier dieses Haus wieder Otto von Guericke seinen Namen geben will. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch die Plakette mit dem Hinweis auf das Wohnhaus Gericke's soll wieder in oder an dem neuen Gebäude angebracht werden. Im Grundstein wurde eine Röhre mit der aktuellen Volksstimme, Bauplänen und Münzen eingemauert. Investor und Bauherr griffen zur Schippe und auch der alte Bürgermeister griff an historischer Stätte mit zu. Die berühmten drei Hammerschläge besiegelten den Wunsch, dass der Bau gelingen möge. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Leider können wir hier nicht einziehen, denn es fehlt uns die Miete dafür. Ich wurde ja gefragt, ob wir uns hier niederlassen wollen. Das ist nicht die Möglichkeit, haben wir leider nicht. In diesem Sinne möge das Haus entstehen und alle, die darin tätig werden, glücklich sein sollen und vor allem gesund bleiben. In diesem Sinne, zum Wohl. Ende des Jahres soll der Bau des Otto von Gericke Hauses bereits beendet sein und Einweihung gefeiert werden.